Willkommen zurück zu Entschwaudet. So, nach den letzten Abenteuern habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, mal was anzupflanzen. Aber ich habe gerade schon gesehen, hier muss ich ja irgendwie die Setzlinge hier aus den Tomaten und Wasser muss ich ja die Setzlinge hier irgendwie züchten. Und die kann ich dann erst wiederum pflanzen, aber mir fehlt es halt an Wasser und das ist ja hier die Quest. Ich weiß gar nicht, war es hier? Nee. Ich hatte ja den Eimer hier hingestellt, aber es war bei der Bäuerin, ne? Das habe ich schon. Gemüsepüree. Mach das, drei Geschick. Ach. Guck mal einer an. Farmboden kann ich hier herstellen aus normaler Erde und Knochenmehl. Ach so. Ich dachte, Farmboden muss ich irgendwo abbauen. Okay, dann hat sich das. Das mache ich doch mal direkt. 5-mal. So, ich weiß gar nicht, war das jetzt bei ihm? Ja, genau, mit dem Wasserbrunnen. Da brauchte ich noch Leinen und den mache ich aus Flachs. Wenn ich mich noch recht entsinne. Also muss ich jetzt Flachs farmen gehen. Die Farmerde habe ich jetzt. Die brauche ich nämlich hierfür und auch, ich glaube, fürs Herstellen von dem Beet brauche ich das auch. Dann lagere ich das mal hier draußen in der magischen Truhe ein. Ist ja auch ein Terrainmaterial. Zack. So, ja, jetzt brauche ich eigentlich nur Flachs. Damit ich die Leinendinger da machen kann. Und Flachs war, falscher Knopf. Flachs war doch schon ein bisschen weiter nördlich hier und irgendwie, ja, wo es so ein bisschen bergig ist. Ich glaube, hier habe ich gut Flachs gefunden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich laufe einfach mal eine Runde ab und nehme euch mal mit. Und mit etwas Glück, wenn ich genug Flachs finde, ich muss ja nur. Also ich muss ja gar nicht viel farmen. Ich muss ja nur so viel jetzt sammeln, damit ich einmal diesen Brunnen bauen kann. Und dann kann ich ja schon die Setzlinge machen, ein Beet, und dann kann ich mit den Flachs ja quasi selber anbauen. Also ich muss jetzt quasi nur zum erstmaligen Bauen ein bisschen was sammeln gehen. Ich springe einfach mal runter. Leider ist es jetzt gerade dunkel, also ich sehe auch jetzt nicht so viel und vom Weiten, wo diese blauen Pflänzchen sind. Gucken wir mal. Ich loote jetzt auch nicht groß. Gut, die geben hier auch noch Fleisch. Ja, komm. Knochen. Ja, puh. Im Dunkeln ist natürlich doof, ne? Aber irgendwann wird es ja auf jeden Fall hell. Irgendwann. Und dann sieht man die blauen Pflanzen auch vom Weiten. Erdbeeren habe ich 14, da kann ich ein bisschen vielleicht noch sammeln, dass ich auf einen 20er Stack komme. Sowas kann man ja auch nochmal mitnehmen. Okay, die sind am Kämpfen. Ach, Giftsack. Achso, die haben den hier schon gekillt eben. Ist der böse auf mich? Nee. Aber wenn er schon fast tot ist, aber der rennt immer weg. So, das ist ein Minenschacht. Da sind Gegner. Blaue Pflanze. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt sonst noch Flachs herkriege. Ich muss den irgendwo looten. So, Erdbeeren habe ich voll. Leuchtet hier nicht irgendwas da unter? Na toll. Hier, irgendwas leuchtet hier doch. Ich grab hier mal. Ha.
Schutt und Stein. Oh, 19er Zauberstab. Kann man mal machen. Hier, genau. Wo bin ich hier? Ja, hier hatte ich mir markiert. Wegen dem, ich glaube, Lehm war das hier. Das hat sich alles regeneriert. Ah, nur in meiner Base nicht. Hängt das vielleicht damit zusammen, weil es meine Base ist? Und alles, was ich da terraforme, bleibt so. Und in der offenen Welt stellt es sich dann halt wieder her. Ja, das könnte sein. Indigo-Pflanze. Da. Nee. Da irgendwie blau aus vom Weiten. Vielleicht ist das nur wegen meiner Fackel so, dass sich die Farbe so krass ändert. Kamille. Flachs. Aha. Blau. Mal merken. Okay, hier ist schon mal Flachs. 3. Ich glaube, ich brauche 19. Sammle ich auch immer nur ein, ja. Ich glaube, ein Leinen habe ich noch. Und Rüben. Indigo, Mist. Bisschen. Ah, ich glaube, ich bin gar nicht mal so verkehrt hier. Es war wieder Indigo. Lachs, sehr gut. Das sind Gegner. Das sieht nicht gut aus. Lachs. Spuckeblume. Lachs. Im Miasma. Hm, okay. Den mache ich mal eben platt, wenn er schon angeschlagen ist. Habt ihr auch diese Beuteldinger. Gegen wen hat er hier gekämpft? Ach hier, diese... Ah ne, Wildschweine sind das. So. Ah, lass nicht irgendwo runterfallen. Hier ist Miasma. Ich glaube, da ist nichts mit Flachs. Ich habe hier ja noch ein bisschen zu laufen. Hm, jetzt kam länger nichts hier. Hier wieder Kamille.
Höhle? Ja. Wieder eine kleine Höhle. Okay. Ja, das ist doch Flachs, genau. Auch wieder, sehr geil. Hier auch nochmal. Indigo, oder was war das noch? Lässt sich gar nicht looten. Bisschen verbuggt da an der Schräge. Indigo brauchte ich ja auch, um irgendwas herzustellen. Weiß gar nicht mehr was. Von daher ganz gut, dass ich das jetzt hier mal eben so mitnehme. Indigo. Flachs, Flachs. 12 habe ich. Ah, es wird hell, danke. So, jetzt sehe ich das auch von weiter Entfernung. Da war ich schon mal drin, ne? Ja. Ach, guck mal, ich bin gar nicht mal so weit weg hier. Da ist wieder Erkundungsdrang. Nein, lass es. Was ist das hier? Ach, nur Pflanzenfaser. Ich will nur Flachs farmen, wieder zurück und den Brunnen bauen und dann das Beet und dann gucken wir mal, wie weit ich komme. Und sonst machen wir die Ernte oder die erste Pflanzensession in der nächsten Folge. Das ist nur so ein Wolfsrudelnest wahrscheinlich. Gut. Oh, hier ist das, wo ich doch schon mal abgehauen bin von da hinten und dann hier durch und gesehen, ah, Bomben und weiter und weg. Und das war stressig. Ein paar Mal gestorben bin ich hier auch. Da ist Kamille. Kann auch nicht verkehrt sein. Da laufe ich mal hin. Da ist so ein bisschen Wald. Da sehe ich Flachs. Da ist nochmal Indigo. So lernt man die Pflanzen auch alle kennen. Da war gerade Haselnuss, hier ist Kamille. Ganz viel Kamille. Haselnuss, ne? Ja, Haselnüsse. Wer weiß, wofür ich Kamille noch brauche. Nehme ich mal alles mit. Das müsste wieder Indigo sein da unten. Oder ist das Flachs? Ne, Flachs. Da noch mehr Flachs, Flachs, Flachs. So, 17, 2 noch. Ich farm natürlich einen Tick mehr. Nicht, dass mir dann einer fehlt und dann muss ich wieder los. Von daher, ich laufe hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Da hinten sehe ich noch ein paar. Das ist Flachs.
So, ich habe es auf jeden Fall voll, aber falls ich mich irgendwie verguckt habe, jetzt habe ich 20, 21, 22, ja, sehr gut, noch ein paar. Nicht, dass ich doch noch mal 3 Stück brauche für irgendwas. Ups, wollte ich gar nicht. Ratten. Eine Ratte. Hier laufe ich noch mal durch. Und da komme ich eigentlich, ne? Dann doch hier lang. Bin ich mal gespannt, ob das gleich reicht. Da ist noch mal einer. Ach, da oben. Gut finde ich auch, dass er nicht stehen bleibt, wenn er die Pflanze einsammelt. Ihr kennt das ja hier, ich sammle es beim Laufen ein. Bei, ich glaube, New World war es. Dann bleibt er mal kurz so stehen und macht so eine Animation, dass er das rauszieht. Und dann steckst du natürlich, dann musst du auch einmal laufen, aufhören zu drücken, also W, und dann wieder neu drücken. Das ist auch mal teilweise so nervig. Du willst einfach nur langlaufen und die Sachen looten. Da laufe ich nochmal hoch und dann sollte es das gewesen sein. Die Kamelle hole ich nicht wegen den Schweinchen. Hier ist auch noch ein bisschen was. Ah, auch wieder Schweinchen. Kämpft wer? Speicherpunkt. Hier war ich schon, ne? Ja. Das brauche ich für die Heiltränke. Pilze und Pilze und was war das andere? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Könnte es sein, dass ich hier vorhin war beim Start? Ne, unentdecktes Gebiet. Habe ich sogar. Okay, das sollte aber auf jeden Fall reichen. Den Rest zukünftig baue ich einfach selber an. Gut ist, dass er beim zweiten Sprung auch so eine Rolle macht. Die bringt nochmal so einen kleinen Tick extra Höhe. Indigo. Da unten ist noch Flachs. So, wo bin ich hier? Oh, direkt vor mir, verloren im Miasma. Aber ich wollte ja eigentlich nur kurz farmen. Aber es ist direkt hier vor mir. Die Indigo-Dinger, ne? Ich brauchte irgendwie für irgendwas Indigo, ich weiß nicht mehr was. Und da hatte ich nicht genug, ich glaube, zum Upgraden von meiner Base. Irgendwie so. Ja komm, hier unten rechts soll das sein, das mache ich mal eben. Ist auch gleich eine Rolle. Eine Truhe. Da ist noch eine Truhe drin. Hier ist noch eine Truhe.
Bose des Bogenschützen. Okay, kann aber irgendwie nix. Das lesen, so. Ach, das ist wieder so ein Eingang. Den gibt es nicht, ne? Ne. Und irgendwie noch nicht implementiert oder was? Habe ich schon mal einen gefunden gehabt. Ganz unten rechts auf der Karte. Verlassenes Jägerinnenlager. Na komm, ich porte jetzt, da kann ich immer noch später mal hinlaufen. In einer anderen Folge, jetzt will ich ja erstmal hier weiter gucken. So, mache ich auch direkt. Sammle ich den Eimer jetzt auch wieder auf. Hier war es nicht. Die Erde hatte ich gemacht. Feuerstelle. So, bei ihm brauchte ich aber... Ach so. Hier war das mit den Leinen. Die habe ich in der Spindel gemacht hier. Genau, und da brauche ich den Flachs für. Genau, so war das. Brauche ich das mal voll durch, weil ich habe, glaube ich, noch mehr gesehen, wo ich die Leinen brauche. Da kann der jetzt hier einmal durchöckeln. In der Zeit mache ich die Taschen soweit leer. Alles auf Vorrat. Giftsack haue ich da auch mit rein. Ach, kann es sein, dass ich für die mittleren Truhen die Indigo-Sachen brauchte? Ich glaube schon. Kommst da mit rein? Das ist alles Essen, Tränke. So, das ganze rohe Wild, das kann ich gleich hier hinter mir an der Kochstelle einfach herstellen lassen. So, hier habe ich jetzt die Truhe, weil hier sind alles so fertige Sachen, die brauche ich nicht in einer magischen Truhe haben. Weil das alles fertige Sachen sind oder Tränke oder wie auch immer. Von daher kann das da rein, das ist gut. Hier hole ich die Hose mal mit rein. Hier noch den Stab. Das ist auch schon wieder voll hier. Ja, ich brauche größere Truhen. Ganz klar. Feuerzauber habe ich bestimmt hier. Feuerball 2, Feuerball 1. Weiß nicht, ob ich das überhaupt jemals brauchen werde. Okay, das sieht gut aus. Kochstelle. Der macht immer noch die Pilze. Über eine halbe Stunde noch. Und dann kann ich gleich hier davon ganz viel durchlaufen lassen. Drei Konstitutionen sind, glaube ich, 30 Leben. Kann man auch mal mitnehmen später zum Buffen. Was war hier noch drin? Schmelze. 15 hat er schon. Hier lagert ja Material, was ich hergestellt habe, hier drinne in den ganzen Gerätschaften. Das lagere ich alles hier. 15 habe ich davon. Dann noch 4. Hä? Warten auf Material? Wie jetzt? Ach, Mist, er hat 2 Flachs gebraucht für einen. Nein, ich brauche doch noch mehr. Oder mal gucken, ob es reicht. Ich nehme den mal raus. Geh mal zu der Bäuerin.
Okay, zu dem Schweiner. Ja, 18. Ich brauche noch 4 Flachs. Mist. Oder kann ich schon mal gucken. Flachs. Ach, 10 Stück macht er. Aus einem macht er 10 Setzlinge. Aber die brauchen wieder irgendwie, ich weiß auch nicht, wie lange zum Wachsen. Also das wäre jetzt, dann sammle ich die 4 lieber. Und in der nächsten Folge gucken wir uns das mal genauer an. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Besorgen wir noch den restlichen Flachs, die Leinen machen wir dann. Und dann baue ich hier draußen den Brunnen. Da müssen wir dann Wasser rauskriegen. Dann kann ich da die Setzlinge züchten. Guck mal, wie ich hier ein Beet überhaupt hinmache. Alles in der nächsten Folge. Und dann pflanzen wir Indigo. Ne, Flachs, würde ich sagen, pflanzen wir dann. Und dann bin ich auch gespannt, wie lange der zum Wachsen braucht. Steht das da dran, eine Zeit? Oder ist das beim nächsten Einloggen einfach ein Stück gewachsen? Da bin ich echt gespannt drauf, wie lange das dann braucht zum Wachsen. Und wo machen wir den ersten Garten denn so hin? Weil ich möchte ja auch eigentlich noch ein größeres Gebäude, das wird abgerissen, viel größeres Gebäude bauen. Und einen Garten macht man ja davor, ne? Weiß auch nicht, kann ich das hier alles einebnen? Hier den Weg könnte ich vielleicht fortsetzen hierhin. Und dann mache ich hier so ein riesen Beet, ja. Ich mache aber, glaube ich, erstmal nur ein Quadratmeter oder ein Feld oder so. Mach das rein und beobachte das mal. Ja, das sehen wir dann später in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und wenn nicht, dann nicht.